Ja, Michael Dingels zurück in der Oberliga. War sehr überraschend, dass ihr dann noch nachträglich in die Oberliga kamt. Wie groß ist die Vorfreude, jetzt nochmal in der Oberliga spielen zu können? Die Freude ist sehr groß, auch wenn wir durch Corona jetzt aufgestiegen sind. Vielleicht hätten wir es auch sonst geschafft, waren wir davon überzeugt. Natürlich nehmen Sie das gerne an und freuen uns auf die Saison. In einem großen Stadion nochmal zu spielen, wie Trier, Kaiserslautern und TuS Koblenz, ja, und freuen uns und gehen das Kapitel an. Mannschaft hat sich etwas verändert, einige junge Leute, Gustav Schulz dazugekommen. Welchen Stellenwert räumst du ihm ein in der Mannschaft? Ist schon sehr wichtig, gerade nach dem Abgang von Jakub Jarecki. Ja, Gus ist immer ein guter Fußballspieler gewesen, ist auch direkt ein Sprachrohr wieder. Man sieht, er kann auch kicken, ist topfit und wird uns schon helfen mit seiner Erfahrung. Ja, ist schon ein guter Mann für die Oberliga. Was glaubst du, was drin ist in dieser doch kuriosen Oberliga mit zwei Staffeln, 12 Mannschaften? Vielleicht sogar die obere Runde da oder geht es rein in den Klassenerhalt? Nee, für uns geht nur auf den Klassenerhalt. Also wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich, ja, sicher machen, und das ist unser Ziel und sonst gar nichts.